Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, und zwar habe ich für euch heute meinen Müll. Ich wollte euch mal unbedingt zeigen, was ich alles verbraucht habe in letzter Zeit. Und wenn ihr Interesse dran habt, bleibt sehr, sehr gerne dran. Und es geht auch schon los. Erstmal ganz einfach an mit dieser schönen Haarmaske. Und zwar ist das die von L'Oréal Elvital Öl Macquid Öl oder wie das auch heißt. Da ist zwar noch ein bisschen was drin, aber es reicht wahrscheinlich nur noch für ein paar Haarwäschen und ich bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Es macht genau das, was eine Haarkur braucht, und zwar ist die extra für trockene Haare, denn die hat sehr viele Öle innen drin. Intensive Nahrung und Bändigung. Also ich habe, meine Haare müssen immer gebändigt werden, also die fliegen auch schon mal ganz gerne, denn ich habe sehr dicke Haare und viele Haare. Ich brauche halt so ein bisschen was, wo ich die auch gut durchbürsten kann, und das tut diese Kur. Ich mache die so einmal die Woche, das reicht vollkommen aus, und die gibt wirklich Glanz in den Haaren, und ich muss sagen, werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Und so ein von Rival de la Lupe Micellentechnologie Gesichtswasser aufgebraucht. Das habe ich mir auch schon nachgekauft. Es ist extra für sensible und trockene Haut, denn ihr wisst ja, ich habe eine sehr, sehr sensible und trockene Haut. Und man kann seine Augen damit abschminken, und es gibt wirklich gut viel Feuchtigkeit. Und es ist ohne Alkohol. Das ist immer ganz wichtig für mich, dass da kein Alkohol großartig drin ist. Denn wenn das auf trockene Haut kommt, mit Alkohol brennt das Gesicht unwahrscheinlich. Und mein Gesicht wird dann immer etwas rot. Noch hier ein Produkt von Rival de la Lupe. Und zwar ist das ein Milderschaum, Reinigungsschaum. Ich habe das mir gekauft, weil ich abends immer sehr schnell mich abschminken möchte. Und das erfüllt seinen Zweck, und ich habe das jeden Abend verwendet. Ich habe es mir jetzt nicht nachgekauft, denn ich habe jetzt auch von der gleichen Marke so ein Reinigungsgel. Das ist genauso gut. Also ich sag mal, unbedingt nachkaufen muss ich es mir jetzt nicht. Also es ist halt wirklich eine Sache, die wirklich abends schnell funktioniert und die auch wirklich komplett alles abnimmt sofort. Ich glaube, ich hatte euch das schon mal in einem Video gezeigt. Ich müsste mal gucken, ob ich das Video finde, und dann verlinke ich euch das sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier so ein paar Deos aufgebraucht. Einmal von Fad Dry Protect Mikro in 24 Stunden Schutz, auch Duft der Baumwollenblüte war das. Fand ich sehr angenehm auf der Haut, und es hat auch sehr lange gehalten. Also, und dann hatte ich hier noch eins von Isana, das ist Deo Romantic. Fand ich auch sehr gut riechende, und es duftete sehr, sehr gut. Ein Pröbchen, das habe ich von meiner Schwester geschenkt gekriegt, das ist das von Adidas Control und Ultra Protect. Und das war auch sehr, sehr gut. Und bei mir ist auch immer wichtig bei Deo, dass es dass keine weißen Ränder entstehen. Denn zum Beispiel bei mir ist das so bei Rexona oder so zum Beispiel, da ist es ganz schlimm. Da habe ich immer weiße Ränder, ob es jetzt an den Klamotten ist oder unterm Arm oder so. Und das finde ich dann nicht so toll. Pröbchen Trockenshampoo ausprobiert, und zwar war das hier von Batiste, sofort frischendes Haar, Trockenshampoo in der Geruchsrichtung Sherry. Sherry ist nicht so ganz mein Ding, also das Trockenshampoo an sich war auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen. Das würde ich mir auch nochmal wieder nachgucken, aber halt nicht in dieser, in diesem Geruch, ne? Dann habe ich hier eine, habe ich verbraucht, eine Neutrogena Hydropost Aqua Gel. Das ist komplett alle. Es war super. Also es hat mir sehr gut Feuchtigkeit gespendet. Aber ich kaufe es mir nicht nach, weil es mir echt zu teuer ist. Also ich sehe nicht ein, für eine Gesichtscreme 12 bis 13 Euro auszugeben. Also da bin ich wirklich zu geizig für. Dann habe ich hier noch eine Garnier Honey Mask ausprobiert. Die war, ich muss sagen, ich hatte zu der Zeit sehr, sehr trockene Haut.
Als ich sie dann draufgegeben habe, sind meine alten Hautschüppchen mit runtergegangen. Ich habe diese Maske auch schon mal live getestet. Ich werde euch das Video sehr, sehr gerne auch nochmal verlinken. Ich muss sagen, sie ist sehr gut, aber sie hat... also man sollte alte Klamotten anziehen, weil diese Maske ist gelb und die Klamotten, wenn man da dann drankommt, sind dann auch leider gelb. Deswegen würde ich euch raten, auf jeden Fall alte Sachen anzuziehen oder halt nur so einen Top oder so. Dann habe ich ein Make-up aufgebraucht von Rival de la Lupe Young Skin Optimizer Foundation in der Farbe 01 Ivory. Es war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht richtig knallig gut. Als wenn ich gesagt hätte, wow, genau die Foundation ist es. Also ich sag mal, sie ist eher so leicht deckend, eher so ein bisschen was für den Alltag, sage ich jetzt mal. Und ich sag mal, wenn jemand jetzt Hautunreinheiten hat, deckt die das nicht hundertprozentig ab. Also die ist eher so ein Mittelding. Also wenn du eine reine Haut hast, ist sie auch ganz gut, auch für trockene Haut sehr gut geeignet. Muss ich leider einen Glossy Balm von Essence wegschmeißen. Der ist leider abgelaufen. Das war auch nicht so ganz so mein Ding. Denn nach einiger Zeit, wenn ich das verwendet habe, sind meine Lippen total ausgetrocknet. Und es hat sich total schnell in die, in die Fältchen verkrochen. Und es riecht auch jetzt abgelaufen und es kommt jetzt definitiv in den Müll. So ein Prüppchen von Eupherin ausprobiert. Das ist das hier. Das ist so ein Body Cream, Körpercreme. Das habe ich als Feuchtigkeitsgesichtscreme verwendet. Das hat mir sehr gut getan, muss ich sagen. Ob ich es mir jetzt nachkaufen würde, nicht unbedingt. Denn Eupherin ist eine Apothekencreme und die sind auch nicht so günstig. Also dann greife ich lieber zu den Drogerieprodukten wieder. Also da bin ich dann eher so der Fan von. Dann habe ich Hit the Pan bei meinem All About Matte Puder. Das reicht bei mir auch sehr, sehr, sehr lange. Das habe ich jetzt schon richtig lange. Ich habe auch schon das Neue am Start. Und so sieht das aus. Und würde ich mir immer wieder nachkaufen, denn das ist einfach nur das ist das beste Produkt, was ich bis jetzt ausprobiert habe an Matte Puders. Und würde ich mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Transparente Mascara. So, und die habe ich immer verwendet, um meine Augenbrauen in der richtigen Richtung zu biegen, um die zu befestigen. Ich habe das Produkt, das ist von Yves Rocher, Mascara Transparent. Ich habe es leider beim Yves Rocher nicht wiedergefunden, so dass ich das hätte nachkaufen können. Dann habe ich dann halt das von Essence genommen. Das ist auch so ein ähnliches. Und ich finde diese transparenten Mascara, um die Augenbrauen zu richten, viel, viel besser als diese Gels, die dabei immer bei sind. Also würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Habe ich hier noch aufgebraucht einen Concealer von Essence Pure Nude in der Farbe, da steht das noch drauf, ja, Pure Beige in der 10. Ich habe damit meine Augenringe abgedeckt und es hat hundertprozentig abgedeckt. Ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war die Stiftform. Also ich habe mir jetzt die flüssige Form davon besorgt und ich sag mal, um die Augenringe abzudecken, hat das echt wirklich seinen Zweck erfüllt. Kommen wir auch schon zum Ende, und zwar die Princess Lash Mascara von Essence habe ich fast leer gemacht. Sie ist fast, also da ist nicht mehr viel drin, da hole ich jetzt nur noch raus. Sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die habe ich mir auch schon, ich habe auch schon Nachschub. Ich habe schon eine neue. Würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil sie gibt Länge. Sie gibt auch noch so ein bisschen Volumen, obwohl es eigentlich, steht es drauf, ist eigentlich eine, ja, gibt Volumen und ein bisschen Länge. Genau das, was ich möchte. Und man sieht, dass man auf jeden Fall
seine Wimpern richtig getuscht hat. Sie macht die Wimpern auch auseinander und man kann auch hundertprozentig, auch weil das Bürstchen, das sieht zwar ein bisschen komisch aus, sage ich jetzt mal, das ist so ein Bürstchen, aber man kommt trotzdem noch hundertprozentig hier unter den, auch am Wimpernkranz entlang. Und kann ich euch nur ans Herz legen, sie ist auch gar nicht so teuer. Ich werde euch, ja, ich muss mal gucken, ob ich die Preise alle nochmal mit einblende, aber das hier ist meine Lieblingsmascara ever. Also die steht, da kommt im Moment großartig keine andere Mascara ran. Das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mein Müll, den ich euch gezeigt habe, der kommt jetzt auch erstmal weg. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wenn ihr gar keine Folge mehr verpassen möchtet, dann dürft ihr mich hier unten abonnieren auf den roten Button. Und wenn ihr diese Glocke noch aktiviert, dann werdet ihr sogar noch benachrichtigt, wenn ein Video von mir online kommt. Und ja, wenn ihr mögt, dürft ihr auch gerne mal auf meinen Social Media Kanälen vorbeischauen. Da poste ich auch sehr, sehr gerne mal was. Und lasst es euch gut gehen. Bis bald.